Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treffen. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bei der heutigen Übung geht es um das Thema Unsicherheit bzw. wie komme ich in meine Sicherheit. Und heute wollen wir der Unsicherheit auf die Spur kommen, und zwar, wo kommt denn Unsicherheit überhaupt her? Das heißt, wo fühle ich mich gehemmt? Wieso traue ich mich womöglich nicht, neue Dinge anzupacken oder mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen? Und da kommt man natürlich, wenn man das genauer beobachtet, auf die Kindheit zurück. Denn wenn man sich so die Eigenschaften eines Kindes anschaut, dann hat er das eine eigentlich unendliche Energie, einen enormen Forscherdrang und möchte eigentlich alles erfahren und auch neue Erfahrungen machen. Aber durch die Erziehung werden wir im Prinzip so eingekastelt, wo es dann heißt, okay, das ist jetzt diese Zone, in der bist du sicher. Das ist natürlich schlimmer, wenn die Eltern selber schon Themen mit Unsicherheit hatten und wenig im Vertrauen waren, dann fällt das natürlich noch schwerer, dass man da in diese Sicherheit kommt. Denn sicher heißt ja eigentlich nur, was soll mir denn passieren? Denn letzten Endes, wenn man es zusammenfasst, ist irgendwann für jeden von uns das Leben zu Ende. Und das ist so ziemlich die einzige große Reise, die wir dann noch haben. Und bis dahin sollten wir eigentlich ganz in unser Vertrauen gehen und alles ausnutzen, was wir hier auf dieser wundervollen Erde zur Verfügung haben. Und sämtliche Ereignisse und Erfahrungen treffen, die halt natürlich dir selbst entsprechen. Ist ja nicht Fallschirmspringen für jeden gemacht oder Tiefseetauchen oder Löwendompteur. Aber wenn man mal sich selber immer wieder herausfordert und Dinge ausprobiert, lernt man, über diese Grenzen zu gehen und kommt auch mehr in die Sicherheit. Und die heutige Übung und Meditation, da geht es jetzt einfach mal darum, dass man in dieses Urvertrauen, in diese Sicherheit reingeht, raus aus der Unsicherheit. Und ich lade dich jetzt einfach mal dazu ein, schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr. Und du beginnst jetzt gespeicherte Konzepte, die dich daran hindern, in deine Sicherheit zu gehen, zu löschen. Also vorgefertigte Meinungen und Konzepte, die dich dabei blockieren, in deine Kraft zu kommen, werden jetzt transformiert. Und es fließt jetzt ein violettes Licht durch dein Energiefeld. Und diese gespeicherten Konzepte, die dich daran hindern, in deine Sicherheit zu kommen, werden jetzt gelöst. Das ist die Angst der Gesellschaft, die Angst deines Familiensystems. Und das ist auch die Unsicherheit von jedem in deinem Umfeld. All das transformiert sich jetzt. Und du spürst, wie sich dein Wurzelchakra öffnet. Dein Nabelchakra öffnet.
und wie ganz viel Druck von dir abfällt. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und umarme jetzt mal so diese Leichtigkeit, die dich durchströmt. Und erlaube dir jetzt, dich immer mehr aus dir selbst heraus zu orientieren. Dich selbst bei der Hand zu nehmen und zu erden. Du bist in Sicherheit. Und erlaube dir jetzt mal, diese Sicherheit zu spüren. Und ganz klar dein inneres Vertrauen zu aktivieren. Dieses Leben, diese Freude ist ein Geschenk für dich. Diese Welt ist dein Geschenk. Bedanke dich jetzt für dieses Geschenk. Und spüre, dass du im Schoß von Mutter Gaia, also im Schoß von Mutter Erde, geborgen und behütet bist. Und du passt selbst auf dich auf. Und die geistige Welt wacht auch schützend über dich. Und vor dir geht jetzt eine goldene Türe auf. Und diese Türe öffnet dir jetzt neues Bewusstsein und neue Wege. Und du gehst völlig unbeschwert, vertrauend in diesem Licht, in diesem Rückhalt, in diese neue Qualität, in deine Sicherheit, in dein Vertrauen. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus und spür jetzt mal nochmal so deine Basis, dein Wurzelchakra, dein Nabelchakra. Und jetzt beweg mal deine Schultern, streck dich mal durch, beweg deine Arme und Beine. Und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühl nochmal nach. Bedank dich. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Das ist so eine ganz schnelle Übung, wie man ein bisschen in die Sicherheit kommt, wie man eben vorgefertigte Konzepte los wird. Und wenn du Fragen dazu hast oder selber ein Thema für eine Meditation, dann schreib es mir einfach in die Kommentare.
abonniere meinen Kanal, lass mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich über Feedback und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss.